Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute ganz herzlich im Namen der Deutschen Glasfaser hier in Sonneding bei unserer Vorstellung begrüßen. Ganz besonders begrüße ich natürlich den Herrn Bürgermeister Dietmeier, großer Unterstützer für die Glasfaser hier in Sonneding. Ich werde gleich auch noch ein paar Worte an Sie richten. Vielleicht ganz kurz von meiner Seite aus. Mein Name ist Martin Herkommer. Ich bin Regionalmanager der Deutschen Glasfaser für Bayern und Baden-Württemberg. Das hört man auch ein bisschen. Und ich freue mich ganz besonders, das ist jetzt quasi nicht der erste Pub, den ich hier in Bayern jetzt in Betrieb nehmen darf, aber das ist das erste Projekt, das ich vollständig begleitet habe. Herr Bürgermeister, Sie erinnern sich dran, kurz vor Weihnachten hatten wir eine tolle Veranstaltung mit sehr vielen Zuhörern. Und da habe ich gedacht, es geht schon gut los. Erstmal hat die Technik versagt. Und da hat man aber schon gemerkt, auf welche Begeisterung und auf welche Zustimmung die Glasfaser hier in Sonneding stößt. Und es hat sich ja dann letztendlich fortgesetzt. Wir haben ja auch dann zum Stichtag die 40% erreicht. Sind jetzt heute sogar ein bisschen drüber über deine 40%. Es kommt immer wieder der eine oder andere nach. Wenn man jetzt feststellt, oh ja, das Thema Glasfaser kommt, es wird gebaut und jetzt wird es sogar sichtbar mit dem heutigen Tag. Für uns ist es quasi der Startpunkt des Ausbaus. Der POP ist das Herzstück, der Point of Presence, das Herzstück unseres Netzes. Von dort aus ist die Anbindung in die weite Welt da und von hier an geht im Prinzip auch die Glasfaser bis in jedes Haus rein. Das ist das, was die Infrastruktur Glasfaser ausmacht. Es ist eine ganz komplett neue Infrastruktur. Es wird nicht teilweise so und teilweise mit einer anderen Infrastruktur gearbeitet. Nein, es geht durch bis ins Haus rein mit dieser neuen Infrastruktur. Und der Übertragungsweg ist dadurch auch ein anderer. Man überträgt nicht mehr wie auf dem Kupferkabel Strom, sondern man überträgt mit Licht. Und Licht hat die enorme Fähigkeit, dass man da unheimlich viel Daten damit übertragen kann. In mehreren Farben, wenn es sein muss, über eine solche Faser, die von hier aus in jedes Haus dann nachher am Sonneding geht, von Höring und Ingelsberg und Wolfesing. Über eine solche Faser lässt sich im Prinzip der komplette Internetverkehr in Deutschland abwickeln, wenn es sein muss. Muss nicht sein. Ich gehe mal davon aus, dass die Kunden mit dem, was wir ihnen hier jetzt anbieten, zufrieden sein werden. Seit letzter Woche haben wir sogar das Gigabit für die Privatkunden im Angebot. Es gibt also Geschwindigkeiten im Normalfall zwischen 100, 200, 500 Megabit. Und wer es denn noch schneller haben will, kann auch ein Gigabit haben. Es sind unschlagbare Geschwindigkeiten, da ist auch die Deutsche Glasfaser Marktführer in Deutschland. Es gibt kein anderes Unternehmen, das das bisher anbietet für Privatkunden. Von daher ist Sonneding jetzt an der Spitze des Fortschritts, kann man so sagen. Verdient Applaus. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt an den Herrn Bürgermeister übergeben. Als Bürgermeister an der Spitze des Fortschritts. Ja, hört sich doch perfekt an. Vielen Dank, Herr Herkommer. Ich möchte eigentlich zwei Stimmen aus dem Publikum wiedergeben, die mir hier dazugetragen worden sind. Das erste, es ist ein zweifach schöner Tag für Zorning. Nicht nur vom Wetter, sondern auch von der Glasfaser her. Dann noch ein weiter geflügeltes Wort, ein kleiner Schritt für die Deutsche Glasfaser und ein großer Schritt für Zorneding. Also die Welt hatten wir bisher schon in Zorneding, aber ich denke mal, wir haben sie dann zukünftig wesentlich schneller. Ja, es ist, wenn der Grundstein gelegt wird für so ein Projekt und das wirklich jetzt einmal sichtbar wird, das war bisher immer noch wirklich virtuell, es war kaufmännisch, es waren Vertragsverhandlungen mit der Deutschen Glasfaser und jetzt ist tatsächlich, es ist da, es ist physisch greifbar. Das ist fantastisch. Also ich denke mal, Herr Herkommer hat recht, dass das ein ganz besonderer Moment für Zorneding ist, dass wir wirklich uns glücklich schätzen können, an der Spitze zu stehen. Ich sage es eigentlich nicht gern, es ist auch
wenn man so die anderen Landkreisgemeinden betrachtet, was den Glasfaserausbau angeht, sind wir wirklich vorne. Also da sind wir jetzt heute, die können wir schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das ist aber vielen Protagonisten zu verdanken. Also nicht nur mir alleine, ich habe mich engagiert dafür, ja, aber es waren sehr viele Multiplikatoren, es waren sehr viele Bürger im Ort, die das angenommen haben, die gesagt haben, wir wollen Glasfaser und wir tragen diese Idee weiter zu den Nachbarn, zu Freunden, Bekannten. Und so ist die Quote entstanden. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir im Zornerding innerhalb der normalen Zeit die Quote erreicht haben und dass der Glasfaseranschluss hier in Zornerding dadurch ermöglicht wird. Ich wünsche mir das jetzt noch fürs Gewerbegebiet. Ich denke mal, das dürfte auch sehr gut laufen mittlerweile. Auf jeden Fall, wir wissen, in schätzungsweise einem Jahr wird Zornerding sehr schnell, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit, nicht nur übers Kupferkabel, sondern wirklich mit Lichtgeschwindigkeit am Netz hängen. Und unsere Bürger werden also mit Lichtgeschwindigkeit versorgt, mit Telefon, Fernsehen, schnellem Internet. Ich denke mal, es ist ein Standortvorteil für Zornerding, wird künftig immer bedeutsamer. Und wir sind vorne dran und darauf bin ich wirklich stolz, dass das bei uns funktioniert. Ich wünsche einen guten Ausbau, reibungslos für Sie und für uns auch. Aber ich denke mal, so gut wie wir bisher kooperiert haben, wird es dann auch im Ausbau so weiterlaufen. Herzlichen Dank an die Deutsche Glasfaser, Sie haben uns erwählt. Und jetzt machen wir miteinander weiter und in einem Jahr, denke ich mal, es werde Licht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, es werde Licht. Es dauert allerdings noch einen Augenblick, bis das Licht da ist. Wenn das Licht da ist, wird man auch nochmal ein kleines Event drumherum machen insgesamt. Dann werden auch die ersten Haushalte angeschlossen. Dann wird auch der Pop, der jetzt so schön rot aussieht hier und da sich hervorragend in die Umgebung einpasst, wird dann noch ein bisschen einem kleinen Event anders aussehen und sich mehr in die Gegend einpassen. Lassen Sie sich dann überraschen an der Stelle. Ich möchte mich im Namen der Deutschen Glasfaser auch bei allen bedanken, bei meinem Bürgermeister, bei allen Multiplikatoren, beim Gemeinderat, natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt, dass es so ein tolles Projekt geworden ist, dass wir eigentlich so bisher reibungslos zusammengearbeitet haben. Ich gehe davon aus, es klappt, wie Sie es gerade gesagt haben, im Bau dann auch so. Und ich hoffe sogar, dass es ein bisschen schneller als ein Jahr geht, dass wir dann wirklich komplett durch sind mit dem Bau, aber schauen wir mal, wir wissen ja, beim Bau ist alles ein bisschen überraschend. Sie sind anschließend noch eingeladen, noch was zu vespern und was zu trinken. Es gibt dann der zweite Pop oben am Herzogplatz in der Nähe, also Herzog-Arnulf-Straße aufgestellt. Jetzt haben wir uns gerade beschlossen, wir packen gleich mal hier an und sorgen dafür, dass das Thema Tiefbau weitergeht. Wir schnappen uns jetzt die Schaufel und fangen mal an, den Pop einzugraben. Vielen Dank. Nicht zu weit rein. Da würde ich jetzt 2 Stunden nehmen. Eigentlich bräuchten wir einen Helm. Ja, stimmt, ja. Das ist der Helm. Ja. So, nochmal eine. Ja, eine noch. Ja. So, jetzt haben wir was für die Bilder gemacht. Vielen Dank. Will er mithören noch? Alles gut. Gut. So. Dann. Vielen Dank nochmal. Schneiden wir in den Schatten.